Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panodon. Ja, auch die letzte Folge musste ich relativ abrupt beenden. Konnte mich zumindest noch verabschieden. Aber ich werde mich jetzt nicht alleine mit dem Retrovirus beschäftigen, sondern wir müssen unsere Forschungsabteilung immer ein bisschen pimpen. Wir wollen mehr Retrovirus und müssen mal gucken, was wir da sonst noch verbessern können. Denn ich meine, wir stellen das Retrovirus hier schon irgendwie her, in diesem ganzen Gewühle mit CDNA und was es da alles gibt. So, was haben wir hier? Great Alien Samples. Okay, die brauchen kein Retrovirus, die brauchen Good Alien Samples. Machen daraus Great Alien Samples. Make Alien Samples Great Again, steht auf dem Eingangsschild. Auch nicht. Dir fehlen hier. Achso, warte mal, dein Arm ist zu langsam. Naja. Brauche aber auch nicht so viel. Trotzdem, ich gehe da mal auf Nummer sicher. Warte mal, da können wir hier mal noch einen weiteren Arm deponieren. Damit die hier diese Schälchen bekommen. Und hier, was ist das? Da hat auch einer nicht zu Ende gebaut. So. Anthroposophblut oder sowas ähnliches haben wir da. Hier, das ist auch Retrovirus. Den erkenne ich. Ja. Ich meine, da gibt es inzwischen auch ein neues Rezept. Jetzt muss ich nochmal gucken. Also jetzt haben wir Inkubator. Retrovirus. Genau das machen wir gerade. Und das wollen wir machen. Da brauchen wir also flüssigen Stickstoff dazu statt heißer Luft. Das klingt machbar und dadurch haben wir die Produktion schon mal verdreifacht. Alles andere bleibt gleich, das ist fantastisch. Wo kriegen wir flüssigen Stickstoff her? Haben wir den hier zufällig schon mal angeliefert zum Südbahnhof oder so? Da haben wir normalen Stickstoff. Wir könnten ihn hier auch verflüssigen. Wir brauchen sicher nur eine kleine Menge. Aber das war nicht so einfach, glaube ich. Ansonsten brauchen wir ein sehr langes Rohr oder eine neue Haltestelle. Ich guck mal wegen Haltestelle. Nitro. Nitrobenzin, Nitrogen, ja, für Kupfer und CCB. Süd, Abhol. Also das ist das normale Nitrogen, ja. Wie ging das nochmal, Nitrogen zu verflüssigen? Können wir das hier mal eben so kurz machen? Ich glaube, das ist nicht so einfach. Ach, Gasolin. Das geht. Wir haben Gasolin hier in der Nähe, halbwegs in der Nähe. Brauchen wir kein so langes Rohr. Crafting Speed 2. Das heißt 10 mal 3,3, 33 pro Sekunde. 33 pro Sekunde. Und hier brauchen wir dann, beziehungsweise, soll ich das jetzt schon mal umstellen? Das schon mal um. Und warte mal, machen wir das Rohr hier erstmal weg. So. Wir brauchen 5,6. Und das eine Ding, genau, was war das jetzt nochmal für eine Fabrik, was wir brauchen? Ein Kompressor. Genau, unter hohem Druck verflüssigen wir unser Stickstoff. So. Und den machen wir jetzt aber nicht hier. Ein bisschen weiter links. Eigentlich brauchen wir das dann auch nicht. Das endet ja hier, das Heißluftrohr. Würde ich das hier
Soll ich das komplett wegnehmen? Ja. Jetzt frage ich mich später, was macht das Rohr hier noch? Hier wird Blut vernichtet. Unser kostbares, teures Blut. Nicht hingucken, einfach weitergehen. Wir haben nichts gesehen. Was geht das denn hier noch? Das haben wir extra nur für den Retrovirus runtergelegt, das Rohr. Anscheinend. Da ist der Abzweig. So. Wie ist ansonsten heiße Luft? Voll. Super. Nachdem das Problem gelöst wurde mit dem Glycerin, läuft das alles wieder. Jo, also wieder runter und wir gehen da, wo heißt es Aramid Fiber, also dieses Kevlar-Vorprodukt, wo das hergestellt wird, da haben wir Gasolin und da haben wir auch Stickstoff. Da würde ich gerne erstmal flüssigen Stickstoff herstellen und dann gucken wir mal. Okay, Stickstoff haben wir auch hier, aber Stickstoff geht wahrscheinlich komplett rüber. Und schön ist eben auch, dass wir den Gasolin da haben. Oder haben wir Diesel da? So viele brennbare Flüssigkeiten, da kennt sich kein Mensch mehr aus. So hier in dem Bereich, dachte ich. Ja, und da haben wir hier Gasolin, super. Da machen wir schon flüssigen Stickstoff. Ja gut, schön. Das ist dann diese kleine Anlage sozusagen. Dann müssen wir nur das Rohr nach rechts bringen. Das ist ja flüssiger Stickstoff. Mensch. Ah, wir haben hier flüssigen Stickstoff. Ich bin die ganze Zeit dem Rohr gefolgt im Glauben, dass das normaler Stickstoff ist, der sich natürlich so aussieht. Wir haben hier schon ein Rohr mit flüssigem Stickstoff. Dem folgen wir mal, entweder bis zum Ende oder bis zur Forschungsabteilung. Ja. Und das sind alles noch hier Nobiumrohre, also es liegt da schon länger. Und da wollen wir eigentlich hoch. Da wollen wir hoch. Wobei, es ist zu überlegen, ob wir den Retrovirus dann, ob wir dann noch eine zweite Fabrik hinsetzen. Zweite Produktionsstätte. Da komme ich nicht durch. Wenn ich das auf 2 lege, komme ich auch nicht durch, weil da das Blut liegt. Lass mal überlegen, wenn wir das in die Mitte legen. So. Fauler kann man auch nicht sein, als einen so einen Greifarm per Potz um 2 Felder zu versetzen, oder? Und da komme ich hoffentlich durch. Ja. Da ist Fetal Serum angeschlossen, aber das geht hier links weg. Das ist okay. Und da kommen wir dann zum flüssigen Stickstoff. Wunderbar. Und dann könnten wir noch einen zweiten Inkubator dahinsetzen an diese Stelle. Oh, jetzt muss ich mal gucken, was wir da machen. Diese Kiste muss da weg. Die muss dann hier hin. An die Grenze, da ist noch. Oder stimmt, hier ist ja noch Retrovirus. Ja. Kann ich auch hier an die Grenze setzen.
Amerikaner. Und dann müssen wir mal eben kurz das hier weg. Dann ein paar Sachen mitnehmen. Da in die Kiste rein. Diese Anbieterkiste brauchen wir noch. Also wir müssen das Retrovirus ja irgendwo dahin kriegen, wo wir jetzt diese Enzyme herstellen wollen. Und da sehe ich keine Chance, jetzt hier noch so ein... Also ich sehe schon eine Chance, aber es ist schon ein bisschen ätzend, jetzt hier noch ein Fließband wegzulegen. Oh. So. Lass ich nicht ganz voll laufen, so. Dann kann man da immer noch unten Sachen reinpacken. Das heißt, der weg. Inkubator, das könnte hier noch ein Problem werden. Ja, da muss er hin. Das, im Prinzip muss er sogar noch einen weiter. Was da nicht so schlimm ist. Ich muss nur mal eben ein bisschen Schrott aufnehmen hier. Oh. Okay, der muss einfach nach links. Weiter ruhig. So. Der produziert gerade nicht. Also weil Retrovirus fehlt, ja, ist okay. Nimm du mal eben Zeug. Und nimm du auch mal Zeug. So, so jetzt kann hier der zweite Inkubator hin, dann haben wir es versechsfacht. Die Produktion, was war unser Plan? Für, nur jetzt für Chitosan. Also wir brauchen Retroviren für viele Sachen. Das heißt, das ist auch nicht endgültig hier so. Irgendwann so in 200 Folgen oder 500 Folgen, weiß ich nicht, wie lange es auch noch gehen mag. Irgendwann mal müssen wir das hier mal ersetzen. Aber momentan wird es noch eine Weile reichen. So Retroviren brauchen wir 0,8 und das schaffen 0,6 von denen. Wir haben dann zwei. Wir haben das Dreifache von dem, was wir brauchen. Und das sollte dann erstmal ein bisschen reichen. Achso, jetzt ist das natürlich so blöd. Ugh. Naja, was will man machen? Da müssen wir den roten Arm hier nochmal... Ach, warte mal, du bist ein roter Arm. Warum habe ich das jetzt versetzt? Ja, völliger Blödsinn. Du wirst jetzt ein blauer Arm. Dann muss er noch ein höher ein bisschen. Also jetzt machen wir erstmal die Rohre. Du dahin. Da, da. Da, da. Immer wieder Kugeldruck zur Abwechslung. Den dahin. So.
Jetzt natürlich blöd, dass der Retrovirus auf die eine Seite darf. Das ist kein Problem. So, ihr legt auf beide Seiten, das ist sehr schön. Nee, das mit dem Splitter geht es nicht. Ja, ich muss ihn doch um einen versetzen. Strom. Warte mal, du brauchst auch noch ganz viel Zeug, ne? Ja. Zum. Ne, wenn ich das da hinsetze. Das müsste gehen. Kann ich das? Kann ich es ändern? Wenn ich das Glas hochsetze. Doch, das geht doch. Wenn ich dich so hinsetze. Ranschieben. Platz ist kostbar hier in diesem Bereich der Basis. So. Denn du musst jetzt noch Raw Cocoons und solche Sachen bekommen. Das kannst du von hier bekommen. Dann brauchst du Laborinstrumente. Die bekommst du von hier. Von Ecken greifen nicht so gerne. Mengen sind eher klein. Ein roter Arm reicht. So, dann brauchst du noch Glasflaschen. Die bekommst du von hier. Und Petrischalen. Die gehen hier durch, gehen dahin. Na, das kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Ein bisschen verlegen. Nein, da direkt dran. So. Einmal du von da, Petrischalen. Du von hier, Petrischalen, kommst auf deinen Strom. Und der umgelegt. Auch da. Weg. 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 Achso, das ist kein Strom. Mhm. So, jetzt noch den flüssigen Stickstoff unten anschließen. Oh, das reicht sogar bis da, das ist fantastisch. Oh. Ups, ich wollte eigentlich einmal nachbauen. So. Sollte er wieder produzieren.
beide produzieren. Sehr schön. So, können wir hier sonst noch was umändern? Biofactory. Gene Lab. Du machst cDNA und du machst Plasmide. Jetzt gucken wir mal Plasmide. Gibt es da schon was Besseres? Nee. cDNA. Gibt es auch noch ein Rezept, okay. Du machst DNA-Polymerase. Zwei Rezepte. Ah ja. Mhm. Verdopplung. Wenn wir die Raubkokons ersetzen durch Arturian-Eier. Ja. Ja. Versuchen wir mal. Ob welche verfügbar sind. Das ist nämlich schon ganz schön am Arbeiten hier. Genau. Nee, falsche Farbe. Blau. Eggs. Ich bin auf der Suche nach Eggs. Ohne S. Sind verfügbar. Muss man gleich mal eben gucken, wie viel das denn pro Sekunde sind, was der so frisst. Die Verdopplung der Produktion impliziert natürlich dann auch nur den halben Verbrauch an Retroviren. Das heißt, wir haben wieder Gewinn gemacht, ja. Und der braucht 1,4 pro Sekunde. Das ist schon viel. Da sind die Bots dann ganz schön unterwegs. Wenn der volle Kanne läuft. Das muss man irgendwann mal ändern, aber nicht jetzt. Jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt dafür. Genau, Zeug loswerden. Und Zeug loswerden. Und, achso, genau. Die Retroviren müssen jetzt noch irgendwo hin. Die werden da hingelegt. Ja, die werden auch da hingelegt. Ist alles voll. Wir brauchen momentan keine Retroviren. Okay. Du machst Good Alien Samples. Gut. Gibt es nicht. Alien. Oh. Gibt es auch noch das eine Rezept. Und du da hinten, du machst diese Primers, das sehe ich hier gerade an dem Dings. Gibt es auch noch das eine Rezept. Hier machen wir mal neue Kreaturen und so weiter. Das ist Standard. Sind das nochmal wieder Retroviren hier? Nee, ne? Das ist Flutec. Ja. Na gut. Ja, die sind nicht ausgelastet, das ist okay. Das grüne Zeug haben wir noch. Moss Gene Sample. Nee. Gibt's auch noch das eine Rezept. Und das wird gebraucht für...
Für CDNA. Ach so, die Produktivität steigern macht ja kein wenig Sinn bei Glassware und Moos. Das sollen wir ruhig komplett verballern hier. Das bleibt so. Zur Not kann hier noch eine zweite Anlage daneben, wenn wir mehr davon brauchen. Und dann haben wir noch das blaue Zeug hier unten. Great Alien Sample. In das, ja. Auch nur das eine Rezept. Ach, da brauchen wir schon diese Arturin-Eggs. Okay. Sind jetzt mal welche angekommen? Ja. Produziert er? Nein, weil ein Greifarm fehlt. Ja, da reicht aber ein blauer. Super. Retroviren haben wir in die Kiste gepackt. Das heißt, wir können den nächsten Step gehen. Bis das kommt jetzt neu, also ab den Borders-Pilzen. Nächste Ding wenn das eigentlich. Hier wollen wir die Retroviren mit zwei verschiedenen Flüssigkeiten. Ach genau, die haben wir unten bei dem Gua. Ethanol schon zum Bahnhof geschickt? Ich glaube auch noch nicht. Würde ich das wollen? Nein. Diese Flüssigkeit liefern, lassen wir uns anliefern und machen das hier in der Gegend. Das müssen wir dann hier in der Gegend machen. Das lassen wir uns wieder anliefern. Das haben wir hier schon. Das haben wir hier schon. Das haben wir hier schon. Anliefern. Plastik, wahrscheinlich ein Problem. Auch anliefern. Versuchen das mal. Also eigentlich ist jetzt mein Schritt der hier. Oder? Das, ach, dann brauchen wir noch Seetang wieder ohne Ende. Oh. Na, 5 von den Seetang-Dingern. Slake Lime. Ich versuche es einfach. Ich habe in meinem Kopf formt sich jetzt noch kein Bild, wie diese Gebäude angeordnet werden könnten. Sinnvollerweise. Das heißt, ich muss das Stück für Stück mal aufbauen. Und dann wird es nicht perfekt, aber irgendwie wird es dann funktionieren. Habe ich noch Zeug hier, was ich hier loswerden muss? Nee, ne? Ich kann aber noch Zeug nachbauen. Was fehlt es mir jetzt? Hä? Gummi, okay. Wo ist mein Zug? Wir kommen, glaube ich, an meinem Zug vorbei.
Dann brauchen wir zweimal davon. Stahl haben wir. Genau. Das brauchen wir einmal. Das. Aluminium haben wir. Eisen vielleicht ein bisschen mehr. Oh, ich habe gar kein Eisen mehr. Nehme ich noch einmal Gummi. Extra für unterwegs. Und dann schicken wir den erstmal los. So, hier haben wir zuletzt gebaut. Brauchen wir Ethanol eigentlich noch für andere Dinge später? Ja. Machen wir das hier größer oder? Ich weiß nicht. Wenn ich das hier so mache, ich könnte es eigentlich dann verdoppeln. Mal gucken. Was 0,23. Also das reicht sowieso nicht. Ich habe hier wieder einen Mist gebaut. Ja. 0,32 produziert ihr nur und die brauchen schon 0,46 dann. Und dann produziert ihr 3,4 davon. Die brauchen aber nur einen. Genau, das habe ich nämlich schon viel zu groß gebaut. Also absichtlich, ja. Achso, genau, und das andere Zeug war davon 10 pro Sekunde. Dann machen wir 40 jetzt ja schon. Und da habe ich dann 20 pro Sekunde, das reicht doch hinten und vorne nicht. Was habe ich mir dabei gedacht? Hä? Hey? 90, behauptet er. Und die blauen Bioreaktoren so schnell. Crafting Speed 1, also das Dreifache, okay. Das heißt 60 und dann ist da wahrscheinlich noch ein Speed-Modul drin. Ja. Dadurch ergibt sich das. Bleiben wir jetzt erstmal hierbei. Das heißt, ich könnte 4 von denen versorgen. Das geht ja nicht, ne? Nee. Ja, dann habe ich auch nicht viel mehr Platz.
Zoll fehlt mir. Das ist ja kein Problem, das ist ja direkt neben mir. Ah, jetzt fehlt mir hier Stonebrick. Das hier doch wieder zusammenschließen. Und meine Überlegung war nur, soll ich das jetzt noch zu einem Bahnhof bringen? Das, was wir hier an Ethanol überhaben, dass wir es woanders noch verwenden können. Ich würde sagen, ja, es ist zwar nicht die Masse hier. Oder ich mache da diese Reihe nochmal verdoppeln hier rüber. Und nochmal gucken. Der macht jetzt ja nur 0,32. Damit würden wir 50% mehr produzieren als das. Also wir würden 5 ungefähr pro Sekunde produzieren. Und wir brauchen 4. Das ist kein Thema. Das funktioniert so. Ja, da muss ich nur ein bisschen Platz schaffen. Der ist dann natürlich blöd im Weg, ne? Aber ich mache dann ein bisschen Lücke. Das mal weg. Machen wir ohne dieses Band hier. Ich sehe nichts da oben. Egal. Das Band könnte auch sogar darüber. Kann man aber nicht mehr durchgehen, das ist auch egal. So, wir brauchen Filter. Erstmal gucken, dass mein Zug so langsam wieder kommt. So, das war Farm Süd. Also dann brauche ich Pressure Pumps, 4 Stück. Brauche 2 Filter.
Brauche einen Spore Collector. Favogai-Dinger werde ich wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Mit Eisenplatten, ja. Kann ich jetzt erstmal nichts bauen, bis der Zug wieder kommt. Dann können wir aber hier schon mal schauen, dass wir hier durchverbinden. Indem ich einfach sage, die Dinger hier. Würde ich einfach den wegmachen. Weg. Weg. Biomasse muss da irgendwie mit rüber. So, den Pumptrack brauchen wir auf keinen Fall. So. Den hatten wir eigentlich schon nicht gebraucht. So, auf jeden Fall Eisenplatten besorgen für die beiden Pilzplantagen. Rotchips. So, und dann jede Menge Bioreaktoren. Fehlt mir jetzt immer noch Soil. Hey. Ja.
müssen wir noch ein paar Pilze mitnehmen. So, hier fehlen die Filter. Die können wir dann auch hier anschließen auf der Seite. Ist hier noch ein bisschen stumm. Achso, genau, weil die natürlich auch Filter haben wollen, logisch. So, genau, Bioreaktoren wollte ich bauen. Wahrscheinlich kann ich wieder nur einen bauen. Ja, klar. Dann fehlen mir jetzt diese Ziegelsteine. Die werden mir geliefert, aber in meinem Zug sind auch welche. Das heißt, ich brauche noch zwei. Also zwei habe ich jetzt ja gebaut. Nee. Okay, das ist schon gesetzt. Also einen baue ich jetzt, brauche ich noch fünf weitere. Noch vier. Ups. Noch drei. Tja, Latex habe ich jetzt leider gar nicht mehr. Im Zug. Dann machen wir gleich eben was anderes. Wir müssen das Ethanol zum Bahnhof bringen. Und ich muss mal eben gucken, ob ich genug Zeug von allem habe. Habe ich natürlich nicht. So, Stahl, Kupfer. Leiterplatten. Ziegel nehme ich mir auch noch einmal mit. Motoren. Glas auch. Selten, dass ich mir wieder Glas verbrauche. Nimm den mal mit, aber hier muss auch noch irgendwo Glas sein, oder? Nö, habe ich gar kein Glas mehr im Zug? Das war früher mal anders. Kann ja sein, dass sich das geändert hat.
das noch mitnehmen. Blei. Duralumin. Titan, Stainless Steel. So, hier sollten wir jetzt irgendwo eine Haltestelle einrichten, wo noch was frei ist. Warte mal, du bist Reserve. Zwei, drei Pumpen, drei Tanks. Achso, die werden gerade geliefert. Ich dachte, wo kommen jetzt auch immer die Rohre her? Da die Pumpe, die Tanks, da sind die Rohre. Kann man das schon mal verbinden. Nee, komm. So. Ach so, warte mal, das geht ja so gar nicht. Hier geht es schon. Da aber nicht. So. So, der macht hier noch nichts, weil Alien Bacteria hier nicht passt. So rum, das kann weg. Das kann weg. Und jetzt mache ich sogar noch den Trick, um das hier auszugleichen. Wenn ich jetzt hier nochmal gucke, wir brauchen insgesamt das mal 4 sind 0,8, 0,92. Das mal 3 wäre 0,96. Also 3 von den Dingern würden diese 4 versorgen. Deshalb werde ich dann noch einen weiteren Spore-Collector hinzupacken. Wenn mir die roten Chips fehlen. Dann sieht das nämlich fast so aus, als hätte ich das so gewollt. Mit
den drei Dingern. So, noch zwei von denen. Dann habe ich jetzt drei, die noch produziert werden. Und vier, die noch aufgestellt werden müssen. Das, an dem letzten fehlt es wahrscheinlich wieder. Ne, Ziegelsteine sind da. Wann fehlt es? Latex. Eisen. Das ist einfach. Ups. So. Und Glas. Ja, das ist, Glas ist ein Problem. Warum habe ich kein Glas im Zug? Sonst hatte ich immer viel Glas im Zug, also über 500. Ich glaube, ich habe hier auch kein Glas. Müsste da bei der Forschung Glas haben. Oder beim Südbahnhof halt. Ich bin gerade noch mal ein bisschen irritiert, sorry. Hier haben wir Filtermedien und da noch mal. Die legen das wohin? Die legen das dahin, dahin, dahin. Kommt dahin. Wird damit integriert. Ne, ist alles klar. Und hinter diesem gelben Band irgendwo zwacke ich jetzt ab. Das ist alles wunderbar. So, hier könnte theoretisch Glas sein. Also weit. Geht doch besser hier unten lang. Nur noch ein 500er für den Zug mit. Jetzt brauchen wir einen Bioreaktor. So. Hier können wir weg. Hier unsere Good Alien Samples.